Servus und willkommen zurück hier hinter der Sprechblase. Ich öffne mal unsere Kiste und ich pack mal alles da rein. Ups. Pack mal alles da rein, was ich mir an Ressourcen behalten möchte. Den Energietrank nehmen wir mit, der ist ganz wichtig. Jetzt schau mal hier, was noch im Buch steht. Achso, das ist. Oh, okay. Das kennen wir schon. Dann geht's wieder. Es ist Nacht, das heißt, wir schlafen nie. Wir arbeiten tagsüber und gehen des Nachts in die Dungeons. Tap, tap, tap. Und, ups, rein da. Speichern. So, jetzt sind wir hier. Golem Dungeon 1. Und wie ihr jetzt sehen werdet, ein anderes Layout. Drei solche Knilche, die können wir aber jetzt wenig tun. Was haben wir hier? Werden wir gleich sehen. Also wie gesagt, die Dungeons sehen jedes Mal anders aus. Hui, zwei Eisenstangen. Nice. Er sieht ein bisschen anders aus. Ist entweder stärker oder... was haben wir hier? Eisenbarren und Glaslinsen. Was haben wir hier? Ermächtigender Kristall. Ja, das ist ja schon mal cool. Ja, das ist nice. Jetzt gehen wir einfach gerade weiter. Oh, ein... da ist noch einer. Da oben ist auch einer. Au. Nicht aufgepasst. Ein fliegendes Roboter-Dings. So, ein kristallines Ding. Laut alter Zelda-Logik, genau, sind die... Oh, ich hab wieder nicht aufgepasst. Sind diese Dinge porös? Ui, ein großer Blob. Ein schneller Blob. Ein Skelett mit Schwert. Ui, das ist schön. Was haben wir hier? Diese Runenwerkzeuge und Goldmeißel sind echt schwer zu finden. Ja, aber das heißt, wir werden es brauchen, oder? Der alte Inhaber des Moonlighter meinte, man könne sie nur in Goldkisten finden. Okay, haben wir wieder was gelernt. Ausschau halten nach Goldkisten. Ui, ein Schwert, Dude. Hi. Kann man dich ein bisschen so auf Abstand halten? Oh, knapp. Oh, nein. Das Zeug liegt nämlich runter auch. Was haben wir hier jetzt? Golemkern. Yeah. Cool. So, dann haben wir das hier schon mal. Okay. Und ja, man kann hier runterfallen. Für all jene, die es interessiert, man kann tatsächlich runterfallen. Ist wie... Ah, ein Heilbrunnen. Das ist cool. Was haben wir hier? Warum verschwinden unsere Geräte? Ganze Kammern voll wertvoller Mineralien bleiben unangetastet. Aber Lagerräume und Kisten mit unseren grundlegenden Geräten verschwinden regelmäßig. So, wenn wir da rein jumpen, sieh mal. Heilung. Funktioniert aber auch nicht unbeschränkt. Oh, fuck. Jetzt sind wir unterm Startraum. Okay. Was haben wir hier? Schon wieder Bams, 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 Bams. Sind natürlich jetzt noch die niedrigsten Kreaturen. Hier geht's übrigens zur zweiten Ebene des Dungeons. Zweite Ebene heißt mehr Monster, mehr Loot.
aber ich möchte noch die erste Ebene, so gut es geht, plündern. Schauen wir mal, wie erfolgreich wir sind. Jetzt sind wir quasi wieder am Start. Jetzt schauen wir mal in diese Richtung. Oh, zwei von den Jungs, das ist weniger gut. Nee, shit. Falsch getimed. Damn. Wie gesagt, die ziehen ganz schön was ab, die Jungs. Das ist nicht zu verachten. Oh, was haben wir jetzt? Was haben wir hier? Ein grüner. Aber nichts, was... Ah, das ist eine neue Art von Loot. Nochmal getroffen. Nicht cool. Und da ist eine grüne Kiste, die verschwindet. Kann man da drauf? Zerbrochene Schwerter. Und was haben wir hier? Stoff. Okay. Zack, nehmen wir alles mit. Ah, okay, wir haben jetzt genug Loot gesammelt, um uns zurück teleportieren zu können. Aber ich möchte noch weiter suchen. Oh, ja genau, das kann er so aufschießen. Ah, 44. Ah, Health ist nicht mehr so toll. Einfach ein bisschen aufpassen. Aber die Gier ist ein Hund, sagt man. Vier Slots haben wir noch frei und eine Kiste. Was haben wir hier? Ah, ein uraltes Gefäß. Okay. Zwei Slots sind noch frei. Ich riskiere es jetzt und nehme mal so einen Heiltrank. Fragt sich, wie groß diese Dungeons sind. Ne? Da haben wir wieder was gefunden. Leider kein Loot, so wie es aussieht, aber ein Buch. Heute habe ich zum ersten Mal diese mysteriösen Dungeons betreten. Sie wurden nicht weit von Rinuka entdeckt, einem kleinen, schnuckeligen Dorf gleich nördlich des Kraters. Man kann sagen, dass sie recht außergewöhnlich sind. Beliebig viele Abenteurer können gleichzeitig einen Dungeon betreten. Aber jeder von ihnen muss ihn alleine erkunden. Diese Dungeons scheinen sich nach der jeweiligen Person auszurichten. Ein einzigartiges Labyrinth für jeden. Oh, was war das? Das gibt einem jedoch zu denken, wenn sich niemand in einem Dungeon befindet. Existiert er dann überhaupt? Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Jetzt strömen sie alle in die Dungeons, um ihre Schätze zu erhaschen. Völlig ungeachtet der Gefahren, die von ihren Bewohnern ausgehen. Nur für etwas Gold und Ruhm. Ja, ich glaube, was sonst. Aber nicht ich. Nein, mir geht es um die großen Fragen. Woher sind diese Dungeons gekommen? Warum verändern sie sich immer und immer wieder? Und warum sind sie mit sagenhaften Schätzen gefüllt? Ich bin nicht auf der Suche nach dem Was, ich bin auf der Suche nach dem Wie und Warum. Und was immer das ist, da ist ein Auge mit einem Zeitdingensen. Und da war jetzt gerade eine Erscheinung, keine Ahnung, was das heißt. Oh. Heißt das Ding schon wieder. What the fuck? Was bist denn du? Oh. Das war nicht so gut. Wir haben alles verloren, bis auf die Sachen, die wir auf der Hand hatten. Hey, Tod durch Übermut. Oh ja, aber wer kann denn das wissen? Schade. Wir spielen es erneut. Golem Dungeon und ein neuer Dungeon mit neuem Layout. Und wie gesagt, wir sollten definitiv... Loot! Definitiv schauen, bald als möglich unser Schwert und unser Equipment aufzurüsten. Okay, den Raum kennen wir. Weil
Dann brauchen die Gale natürlich weniger Schläge. Was für uns nur von Vorteil ist. Au! Shit. Da hat er uns noch erwischt. Der gute Golem. Autsch. Ich will... Sehr gut. Bam. So, was nenne ich Glück? Was haben wir hier? Nehmen wir alles wieder mit. Genug, was haben wir denn da? Was ist das? Wow. Wow. Autsch. Au. Die hält ganz schön was aus. Oh fuck, ich bin... Oh. Ja, haben wir vorsichtig zu sein. Und du siehst freundlich aus, aber du bist wahrscheinlich alles andere als nett. Fuck, 45. Wow. Okay. Und hier gibt es genau Nüsse, außer... Okay. Diesen beiden Typen und wir haben alle unsere Heiltränke verbraucht nach 3 Räumen. Yeah. Da ist vorher besser gelaufen. Sticks and stones won't break my bones. Okay. Was ist denn das überhaupt? Lebenssaft. Starkblätter, okay. Wow, was ist hier los? Ah, die können die aufheben. Autsch. Was machen die mit denen? Okay. Die holen sich auch den Loot. Was auch immer die damit machen. Alles klar. Ein Eisenbarren. So, geradeaus weiter. Nochmal, was haben wir jetzt? Heute wurden mir wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Genauer gesagt wurde ich von einem lebendigen Stein angegriffen. Kann man sich sowas vorstellen? Ein Stein, der sich vor alleine bewegt? Ich tat, was jeder vernünftige Mensch in dieser Lage tun würde. Ich habe ihm eine übergezogen. Ja, gut. Er ist auf den Boden zerbröselt und hinterließ ein steinernes Herz. Einen Kern, wie wir ihn jetzt nennen. Einer der vielen Schätze, die man nur in diesem Dungeon findet. Gefunden bei einer Wache, die man nur in diesem Dungeon antrifft. Jeder der Dungeon sticht durch sein einzigartiges Inneres heraus. Als wäre er ein Teil einer eigenen Kultur. Alles klar. 2 Räume können wir noch nach oben gehen. Aber unsere Energie sieht nicht gut aus. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oh ja. Ah, okay, der dreht sich dann immer so. Bams. Da haben wir noch ein Gefäß. Mit nichts drinnen. Und da ist auch nichts drinnen. Okay. Ein Riesenblob. Klar.
klappt das, wenn ich mich... Nein, natürlich. Der ist nicht doof, der Blob. Ah, fuck. Aber der nimmt mir zumindest keine Energie ab. Ui, ja. Kristall. Kristall kam zu mir. Fuck, ich bin voll. Also mir hier ein Weißstein. Das können wir doch kombinieren, oder? Nein, gibt nichts. Sind das zwei verschiedene? Ermächtigender Kristall. Ermächtigender Kristall. Die Dinger. Zahnstein, im Ernst. Also Zahnstein. Möchte ich einfach wegschmeißen. Kann man das nicht... Wie kann man denn... Kann man das nicht ausrüsten oder wegschließen, wegschmeißen? Oh, das war gut. Ich habe doch noch einen Trank gehabt. Alles klar. Wunderbar. Oh, jetzt kommt wieder... Oh, da hauen wir lieber schnell ab. Jetzt ist wieder dieses Auge da. Mit dem Dingensen, das uns one-hittet und wir einfach tot sind. Oh, da ist er schon. Schauen wir uns das mal an. Wir können das nicht bekämpfen und es tötet uns sofort instant. Kommt der nach? Wie ist das? Oh ja, der. Ah, ein Heilbrunnen. Der folgt uns. Und wenn der jetzt auftaucht, dann sind wir aber... Ja. Tschüss. Das riskiere ich nicht nochmal. War jetzt sehr erfolgreich. Entkommen mit dem Anhänger. Viele Sachen eingesammelt. Fast 30 Gegner gekillt. Eine Truhe gefunden. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Es ist immer noch mitten in der Nacht. So, wir verkaufen einen Kristall. Wir verkaufen 10 Eisenstangen. Nein. Wir verkaufen 10 Eisenstangen. Nein. 10 Eisenstangen. Und was haben wir denn jetzt noch? Wir haben 2 uralte Gefäße. Das könnte so ein altes Gefäß kosten, aber 50, na sagen wir mal 60. 60 ist okay, oder? Und Golemkerne. Würde aber eher interessieren, diesen ermächtigenden Kristall würde ich auch gerne verticken für... Ein Kristall, ja, sagen wir 70, oder? Das wäre schon eigentlich ganz cool. Die Kerne möchte ich hier hineinpacken. Das, die Perlen auch. Ein Zahnstein, nehmen wir da noch was dazu. Schleifstein, das können wir kaufen. Diesen Lebenssaft und die Blätter. Die Äste behalten wir uns, da haben wir 10. Das auch. 2x Hartstahl, Kaltmutz auch, das brauchen wir sicher zum Schmieden. Wassersphäre. Ach, Kaltmutz auf. Und jetzt... Was haben wir hier? Noch eine Truhe. Ah, okay, alles klar. Jetzt legen wir uns mal schlafen. Ist gleichzeitig auch speichern, ist nie verkehrt. So, dann... Öffnen wir mal die Pforten. Und schau mal, was die Leute zu unseren Preisen sagen. Der Kristall und die Eisenstange sollten eigentlich okay sein. Ah, okay, das Gefäß ist zu billig. Alles klar. Der Kristall ist auch zu billig. Okay, alles klar.
dann versuchen wir es mit 100. Den Scheiß möchte ich auch loswerden. Wahrscheinlich braucht man dann. Der Schleim ist zu billig. Ah, okay, die Kristalle sind jetzt genau richtig vom Preis her. Okay, Schleim zu billig. Jetzt vertickt man unseren restlichen... Schleim ist zu billig, alles klar. Kennen wir uns aus. Schleifstein. Was könnte ein Schleifstein wert sein? 40. Ah, okay, die Eisenstange, okay, das wussten wir ja schon. Ah, okay, der Schleifstein ist zu teuer. Der, ups. Nein. So. Probieren wir es mal so. Ich habe hier noch Hornhaut oder so und einen Schleifstein. Wie sieht's aus? Kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie her. Hier gibt's tolle Sachen zu kaufen. Ja, nein, vielleicht. Okay, ah, das wissen wir schon. Der Preis ist okay. Jetzt noch den Schleifdingensen. Ist immer noch zu teuer. Shit, Moment. Ziehen. Na, wie sieht's aus? Ziehen? Anyone? 10 ist wieder zu billig. 20 ist zu teuer, 10 ist zu billig. Okay. Naja, wie dem auch sei, wir haben... Ah, der Schweißstein. Den lassen wir noch einmal im Angebot. Vielleicht will denn ja wer. Und? Zu billig, okay. Na dann ist es Abend und wir haben heute Fettkasse gemacht. Seht euch das an. Wir haben 1156 verdient. Das ist schon mal das Doppelte von gestern. Und in der nächsten Episode geht's dann auch schon weiter mit dem Let's Test von Moonlighter.